Da ist ein Toyota, das sehe ich schon von hier. Da ganz hinten auch. Fliegen denn meine Blitze eigentlich so weit? Mal gucken. Nö. War eine gute Idee, aber es funktioniert nicht. Nehmen wir mal den Jagdbogen. Der hat's bemerkt. Würde mich jetzt auch wundern, wenn ich den treffen würde. Oh, er läuft in diese Richtung hier. Was? Alter, willst du mich verarschen? Krabbi? Hilfe, ein wildes Krabbi! Ah! Wo bist du? Du blöde Krabbe, du! Ja, jetzt flüchten, ne? Aber erst attackieren. Also, was hatte ich auch noch nie. Greift mich einfach so eine mutige Krabbe an. Unter dem Meer. Sebastian die Krabbe, wollte ich schon fast sagen. So, der stellt sich da jetzt erstmal wieder hin. Dann würde ich sagen, ich laufe mal nach da hinten. Oh. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch mehr rumlaufen. Speichern wir hier mal. Und dann stelle ich mich mal hier hin und versuche den mal zu killen. Ha! Das hat sogar getroffen. So, kritischer Schaden wäre schön. Aber ich mache mal einen auf... Schon wieder mache ich das hier über das Menü. Ich mag das irgendwie zu sehr. Das macht gleich viel mehr Schaden. Oh, daneben. Bams. Boah, diese... Ey, das ist ein Bug. Guck dir das mal an. Was ist das denn? Die ganzen Knochen rollen erstmal nach unten. Naja, die gehen baden, die Knochen. Da hinten ist noch ein Skelett. Wir haben eigentlich nur mal Knochenmehl und ein paar Pfeile dabei. Der da hinten ist interessant. Ich will mal den Jagdbogen ausrüsten und ich möchte gerne mal Stahlpfeile benutzen. Weil ich habe jetzt so viele. Die sind nämlich stärker. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der dann da hinten um einiges schneller tot ist. Mensch, es hat sogar gesessen. Na los, du willst kämpfen? Was? Dann weicht der aus. Und er ist tot. Mensch. Da hat er was gekonnt. Was hat der denn da? Irgendein altes Schwert? Sind die Pfeile hier irgendwo? Hier liegt einer rum. Irgendwas hat mich entdeckt. Hoffentlich nicht wieder eine Krabbe. Was ich jetzt aber mal mache, ich werde mir wieder den... Nee, nicht den Frosthauch. Den gleißenden Funken werde ich mir wieder schnappen. Das sieht irgendwie cool aus da drin. Ist da oben einer? Tatsache, da ist einer. Ich sehe es doch.
So, den ersten habe ich da oben schon mal fast zu Fall gebracht. Wenn er jetzt erstmal wieder aufsteht. So, jetzt ist er tot. Also richtig tot. Oh, der Kopf fällt runter. Hä? Warum fliegt denn der jetzt so komisch? Was ist das denn? Siehst du das? Hä, jetzt ist er weg? Was ist das für ein komisches Skelett? Das macht mir Angst. Laden wir mal kurz die Mana auf, Mana auf, Mana auf. Laden wir mal kurz die Mana auf, die Mana lade ich auf. Bams! So, jetzt müsste ich eigentlich mal irgendwas nehmen. Ein Feuerblitz? Okay, der braucht auch zu viel. Die Erdung. Die Erdung ist gut. So, der ist tot. Ne, der lebt noch. Ne, der ist tot. Ich glaube, ich habe gerade jemanden aufmerksam auf mich gemacht. Und zwar den da. Onkel Klaus. Hallo, Onkel Klaus. Ne? Wie geht's? Alles Roger in Kambodscha? Siehst ganz danach aus. Wah! Ein Skelett mit einer Spitzhacke. Ist das nicht toll? Boah, iuiuiui. Tja, wenn man so ein Skelett im Arsch kleben hat. Jetzt geh endlich sterben! So, jetzt bist du tot! Oh. Was hat denn der dabei gehabt? Ach so. Eigentlich nur die Spitzhacke. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn das da so hängt. Aber okay. Wir lassen das mal so hingestellt. Oh. Mann, wie viel sind denn hier noch? Die sind schon tot genug. Ich hoffe, die stehen nicht auch noch auf. Dann haben wir ein echtes Problem. Ist hier noch wer? Ich könnte mir vorstellen, wir haben sie alle. Aber das werde ich noch sehen, wenn ich oben bin. Hier liegen überall Kanonenkugeln. Und ein Mörser ist da unten. Oh, guck mal, ein paar Fläschchen. Schade, dass ich da keine von mitnehmen kann. Und ich muss mal feststellen, es ist ein sehr undichtes Deck da oben. Es regnet nämlich hier durch. Cooles Schild. Kann ich aber nicht mitnehmen. Es hätte auf jeden Fall was. Wenn ich das mitnehmen könnte. Ah, Genesungstrank. Ein Stahlschild. Der wiegt ein bisschen viel. Da ist nichts drin. Hier ist sogar ein Bett, wo ich schlafen könnte. Irgendwas habe ich gerade belebt. Oh nein. Nicht so ein Otto. Was? Ich bin tot? Wie hat er mich denn erwischt? Mensch! Ich bin von der Pro! Nein! Die leben hier noch? Oh Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Na, ah, das hat man halt davon. Jetzt kommt auch noch hier unten der eine her. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe jetzt ein ernsthaftes Problem. So, der ist weg. So, was mache ich mit dir denn jetzt? Du bist mir irgendwie... Du klebst mir jetzt so ein bisschen sehr am Arsch. Ich nehme mal die Fackel mit. Die kann ich nämlich dafür benutzen. Dass ein Skelett natürlich so brennt, ist ein bisschen logisch. Na toll. Das klappt ja diesmal wunderbar. Nämlich gar nicht. Ich habe vor allem keine Ausdauer mehr. Aber das macht nichts. Nehmen wir mal jetzt wieder den gleißenden Funken. Ja, das hat doch schon mal geholfen. Jetzt hauen wir die noch mal in die Schnauze. So.
Ich will den Pfeil. Ach, du bist jetzt hier unten schon. Mann, bist du mutig. Er darf mich allerdings nicht treffen. Ich müsste eigentlich mal irgendwie meine Mana etwas anders aufladen. So, Attacke! Oh. Halleluja. Das heißt, wir müssen jetzt mal was essen. Krustenbrot ist gut. Manometer. Ich bin Peter. Das war jetzt echt grenzwertig. Das hätten wir auch ganz schön verlieren können. Dieses Match. Ich gehe jetzt mal da oben gucken. Ah, da kam er also her. Verstehe. Wieso kann der schneller zuschlagen als ich? Und ich habe nur ein Einhandschwert. Wohl bemerkt. Der macht seine Power-Attacke. Also ich bin sehr, 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 sehr schlecht im Nahkampf. Muss ich jetzt mal anmerken. Natürlich. Ich bin auch der beste Schütze weit und breit. Der Herr, der mit den Blitzen tanzt. Ich hatte volles Leben. Ich glaube einfach, es liegt an der Rüstung. Jetzt aber. Mensch. Das hat ja mal funktioniert. Na toll. 8 Groschen hat er dabei gehabt. Aber es ist immerhin besser als nichts. Hier liegt noch so ein bisschen ein paar Überreste von irgendeinem Verlorenen. Ich hätte ja gern diesen schwebenden Kopf von vorhin gesehen. Aber das wollte das Spiel irgendwie nicht. Rolle der Seelenfalle. Rolle der Wohltat. Und mal sehen, was da in der Truhe ist. 24 Groschen. Hey! Nein! Raus hier! Oh nein. Jetzt bin ich draußen. Oh. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass ich das Spiel wieder laden muss, weil ich da in der Kiste festhänge. Angst. So, gehen wir mal hier hoch. Kuckuck. Was ist das denn? Eichenbogen des Frosthauches. Mitnehmen. Kleiner Rucksack. Und noch eine Schatulle. Ring der Präzision. Bögen verursachen 8% mehr Schaden. Ey, das ist gut. Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Benutze ich ja hauptsächlich. Stahlbarren, Quecksilberbarren. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch im Inventar? Oh, ich habe hier noch jede Menge Platz. Oh, guck mal, ein Teddybär. Oh. Kutschikutschiku. Oh, den finde ich toll. Der kluge Junge der Wegtreu. Ach, das habe ich doch schon mal gehabt in der Hand, das Buch. Werkzeugkasten, nehmen wir mal mit. Aber sonst gibt es hier oben nichts. Da ist ja noch ein Teddybär. Gucken wir uns gleich an. Ich will mal kurz hier oben gucken, ob hier noch irgendwas ist. Tatsache. Was? Eure Fähigkeit reicht nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Erhöht eure Fähigkeit in Schlösser knacken oder entwickelt entsprechende Erinnerungstalent. Nein! Reicht der Ring vielleicht aus? Oh, das ist doof. Ich will das Schloss knacken. Oder habe ich irgendwas, was zum Schlösserknacken beisteuert? Schl... Sch...
Rolle? Da. Knackt ein Schloss der Gesellenklasse. Das sollten wir wirklich mal benutzen. Hoffentlich lohnt sich's. Bams! So, die Rolle ist verbraucht. Und die massive Truhe ist offen. Oh, es hat sich sowas von gelohnt. Oh mein Gott! Was? Entschuldigung. Man muss ja manchmal ein bisschen aus der Haut fahren. Was habe ich denn gerade für eine dreckige Lache gehabt? Schockschutztrank. Was ist das? Stärketrank. Verbessert eure Tragfähigkeit. Okay. Zauberbuch des Frostwindes. Das haben wir schon. Panik Rang 2 haben wir auch. Schwertbeschwören haben wir auch. Und Hunde vertreiben haben wir auch. Naja, das kann man aber immerhin gut verkaufen. Oh Mann. Ich kann schon dreckig lachen. Also ich muss das schon mal zugeben. Was für ein schöner Teddybär. Ich muss gerade mal darüber klar werden, wie ich gerade gelacht habe. Da ist eine Kiste. Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Kann man sich hier zufällig Flügel wachsen lassen? Wie soll man denn da hinkommen? Das sieht mir so aus wie so eine Kiste. Doch, da kommt man hin. Über die Steine kommt man da drauf. Hoffe ich. Nee, man kommt auch so drauf. Ja, ich bin drauf. Da ist die Kiste. Das hat sich schon mal gelohnt. 8 Lederstreifen. Eine Puppe. Die nehme ich gerne mit. Und ein Smart. Alter, sieht der geil aus. Also ich habe mir ja vorgenommen, mein Haus ein bisschen zu schmücken. Und das können wir sehr gut mit Smaragden und Amethysten machen. Weil ich verkaufe die so ungern. Mensch, dieses Schiff, ne? Es hat sich wahnsinnig gelohnt. Und auch so hier der Eingang mit diesen Kerzen ist ein Traum. Na gut, jetzt gucken wir nochmal, ob hier draußen irgendwas ist, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Doch, eine Eispranke! Siehst du, es lohnt sich immer mal zu gucken, was da... Opala. Wohl ist. Tschüss! Autsch! Blöde Krabbe. Kann man wegboxen. So, jetzt bin ich natürlich noch neugierig, was da hinten in diesem Boot sein könnte. Och, es gibt hier einfach so viel zu entdecken. Ich komme einfach nicht raus hier. Ich müsste eigentlich mal zurücklaufen. Wofür steht denn der Pfeil? Huch, jetzt habe ich das gerade aufgemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Mal eben gucken, wo will der Pfeil... Ach, du Kacke. Das Lager auf der Insel im Ankersee suchen. Ackersee suchen. Ich sag schon Ankersee. Was? Du wagst es? Ich habe bald einen Levelaufstieg. Das dauert nicht mehr lange. Hier sind 3 Boote aneinandergereiht. Es hört auf zu regnen. Ne, ist nicht wahr. Egal. Gucken wir mal hier in den Booten. Da ist aber nichts drin. Ist vielleicht was unter dem Boden? Nö. Irgendwie ja nicht. Aber warum sind hier Boote? Ist hier vielleicht jemand hingereist? Vielleicht da oben bei dem Turm. Da müsste ich eigentlich mal irgendwie hin. Da dampft es. Ist das normal, dass es da oben dampft? Das Geheimnis des Leuchtturms. Was ist denn das hier? Irgendwo sind gerade Knochen hergekommen. Und hier ist eine Eisen... Eine Silbererzader. Es stottert auch gerade etwas. Also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass es gerade voll geleckt hat. Nicht, dass die Platte gleich voll ist, weil die war nämlich nicht mehr so ganz leer heute.
weil ich nämlich die letzte Enderell-Aufnahme auch noch da drauf habe. Und zwei Enderell-Aufnahmen könnten vielleicht etwas viel sein. Aber es nimmt noch auf. Nur es hakt gerade ganz schön. Seht ihr das, wenn er zuhaut? Dass es mal so ein bisschen nachhakt und auch meine FPS-Zahlen gehen gerade runter. Vielleicht sollte ich mal das, ja, die Aufnahme beenden heute. Aber ich möchte gerne da oben noch hin. Also wenn ich gleich weg sein sollte, ich merke das hoffentlich. Alter. Ruckt das. Die Musik gerade. Wieso geht das jetzt schon wieder los? Das kann doch gar nicht sein. Sagt mir die Musik vielleicht etwas? Das ist auf jeden Fall der Weg nach hier oben. Wo bin ich hier? Der will mich attackieren! Alter! Ja, 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 ist ja gut! Lass mich in Ruhe! Ja. Alter! Ich hätte jetzt ja mit vielen gerechnet, aber nicht damit, dass ich da gleich sterbe. Oh. Was ist denn gut gegen Magier? Ich glaube, Feuer könnte gut sein. Ich muss den Genesungstrank trinken. Es hilft mir nichts. Ich muss mir den Feuerblitz schnappen. Dann ist da einfach ein Magier da oben. Was war denn das für ein Geräusch? Kommt hier aber nicht rum, oder? Der Feuerblitz zieht auf jeden Fall viel mehr Mana. Ich werde mir mal kurz die Roben tauschen. Aus dem einfachen Grund, weil die hier, glaube ich, besser war für Feuer. Elementarismus, weniger Mana, regeneriert 8% schneller. Ja, natürlich. Alter, ist sie tot? Ich hab sie mit dem Feuerblitz erwischt. Natürlich. Mit dem Feuerblitz ist sie tot, ne? Stab des Frostbisses. Verursacht eine Wolke aus Kälte, die 5 Punkte pro Sekunde Lebensdauer. Also, eigentlich war die nicht gut. Mana regeneriert 10 Punkte schneller. Nehme ich mit. Selber schuld, wenn man mich attackiert. Wie kommt man noch auf die Idee? Also, Menschen haben eine Anfälligkeit für Feuerbälle, also für den Feuerblitz. Und die Untoten sind eher für den für den normalen Blitz. Aha. Hier liegt ja auch jede Menge. Blick des Vielgereisten. Ein Z-Gegenstand. Zauberbuch Panik 3. Panik 3! Bist du denn irre? Was ich hier alles finde. Lehrling, die Truhe ist auch etwas kleiner, aber die kriege ich auf. Ist ja einfach. Mensch, 31 Münzen.
Schloss geknackt, gibt 15 Punkte dazu. Es ist nicht mehr lange, dann kriegen wir einen Aufstieg. Großes Käsestück. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Boah, hier, wie sie hier gegengeschossen hat, das siehst du richtig. Magie hinterlässt immer seine Spuren. Schade, dass hier kein Symbol drin ist. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ah, ein Rucksack. Oh, was da wieder alles drin ist? Ein Seelenstein. Och, ein Seelenstein. Der war sogar gefüllt. Was ist denn das? Ein Leersalz? Was ist denn ein Leersalz? Also ich meine, das kann doch nicht leer sein, oder? Frosthauch Rang 2. Oh, das habe ich noch nicht. Warte, wir gucken mal eben gerade bei den Zauberbüchern durch. Zauber. Hier, einmal das Panik 3 Buch. Neuer Zauber gelernt, die 3. Und dann haben wir hier noch Zauberbuch, hier, Frosthauch. Verursacht eine Wolke aus Kälte, die 10 Punkte pro Sekunde an Leben und... Sehr gut, nehme ich. Ahnenrufen habe ich noch nicht. Ruft einen Ahnengeist der Stufe 7 herbei. Kämpft für uns, sehr gut. Frostwind habe ich. Das mit dem Beschwören auch. Also wir werden langsam echt mächtig, sage ich mal. Ich hätte jetzt zwar nicht gedacht, dass wir sowas kriegen, aber dass wir gerade schon Panik 3 erlernt haben. Ich glaube, es gibt nur diese 3 Bücher. Oder gibt es noch einen 4. Würde mich jetzt nicht wundern. Aber man kann ja trotz allem alle Stufen kann man benutzen. Das ist das Schöne. Wer? Natürlich! Ey! Was war das denn für eine Scheiße? Ja, er war doch eben noch da, natürlich. Ist ja nicht so, als ob ich gerade auf Eis gelegt wurde. Von dir. Er war doch eben noch da. Wie geht denn das? Wie kann man denn so schnell abkratzen? Das geht doch gar nicht. Vor allen Dingen, ich habe den noch nicht mal gesehen und der wusste gleich, dass ich da hochkomme.